40 Tage Reich Gottes. Heute sind wir schon beim letzten Tag, Tag Nummer 40. Und wir haben gestern ein Interview gehört von Maria Prian, die sitzt doch hier. Maria, wir sind wieder in deinem Wohnzimmer. Jawohl. Im Zentrum deines Hauses hier. Amen. Und du hast ja oft die Stimme Gottes hier gehört. Und gestern hast du erzählt, dass es wichtig ist im Reich Gottes, dass Jesus nur das getan hat, was er den Vater gesehen hat. Und nur das gesprochen hat, was er dem Vater gehört hat. Jawohl. Ich glaube, einige unserer Zuschauer, die wollen wissen, wie hört man die Stimme Gottes? Maria, lass uns mal einen Blick in dein Herz geben. Lass uns mal da hineinschauen. Wie hörst du die Stimme Gottes? Wie machst du das, dass du einfach mitten am Tag Gottes Stimme hörst? Ja, jetzt hat mir Pastor Daniel schon wieder eine Frage gestellt, die Bücher füllen könnte. Ich glaube nämlich, dass Kommunikation der Schlüssel des Lebens ist. Und wie höre ich Gott? Ich darf dazu erwähnen, dass ich mit 7 Jahren bewusst Jesus in mein Leben aufgenommen habe und wirklich eine tiefe Liebesbeziehung mit ihm begonnen hat. Und ich bin dann auch jeden Tag in eine leere Kirche und habe mit Gott gesprochen. Und er hat mit mir gesprochen. Ich habe ihn gehört, in meinem Herzen. Und dann war ich 8 Jahre alt und mein Bruder hatte Blinddarmdurchbruch. Und zwar so schwierig, dass die Ärzte meinen Eltern keine Hoffnung gegeben haben, dass er überleben wird. Und ich liebte meinen Bruder sehr, ich liebe ihn heute noch. Und ich bin auf die Knie in meinem Zimmerchen und habe gesagt, Papa, bitte, bitte heile meinen Bruder Kurt. Und ich habe gesehen, wie ein Lichtkegel vom Himmel kommt. Ich war in einem Lichtkegel drinnen und ich wusste, das war das Ja vom Vater. Ich bin dann zu meinen Eltern gelaufen und gesagt, nimm mal weinen bitte, der Kurt wird geheilt werden. Und wisst ihr was? Sie haben geglaubt, ich kann das nur nicht ertragen, den Gedanken, dass ich meinen Bruder verliere. Aber mein Bruder wurde geheilt. Er lebt heute noch, er ist sogar Arzt geworden. Und so war das für mich eine tiefe, tiefe Erfahrung, ein Erlebnis, nicht ein Kopfwissen, sondern ein tiefes inneres Erkennen, dass Gott ein sprechender Gott ist. Und wenn wir, und das rate ich euch jetzt, im 5. Mose das 28. Kapitel lesen über Segen und Fluch. Ich mache nicht das ganze Kapitel, aber ich möchte nur am Anfang lesen, was es heißt. Und es wird geschehen, dass wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle Segnungen werden über dich kommen werden und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Ja, ich kann einer Stimme nur gehorchen, wenn ich sie höre. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Gott zu hören. Und wir lernen zu hören durch das Wort Gottes. Und ich habe dann jahrelang, ich habe die Bibel selbst auf Kassetten gesprochen und habe sie dann Tag und Nacht in meinem Haus laufen lassen. Ich habe damals in Amerika gelebt und wollte, dass das Wort Gottes in mein Unterbewusstes geht, in mein Unbewusstes. Und in der Nacht, wenn wieder die Kassette aus war, habe ich wieder geklickt, habe ich wieder angeklickt und weitergeschlafen. Ja, das Wort Gottes setzt unser Hören frei. Und so habe ich natürlich am Anfang am allerbesten gehört, indem ich die Bibel gelesen habe. Und da wurden plötzlich Schriftstellen so richtig lebendig auf der Seite. Sie haben so zittern angefangen. Ich habe dann sehr früh schon angefangen, meine Korrespondenz mit Gott, habe Bücher mir angelegt, wo ich täglich hineingeschrieben habe, meine Wünsche, alles, was mich bewegt hat, und dann gewartet, wie Gott mir antwortet. Gott ist ein sprechender Gott. Im Jeremia 33,3 sagt er, ruf mich an, ihr Lieben. Wie gerne rufen wir an mit unseren Mobiles, mit unseren Handys. Rufen wir doch Gott an und er wird uns große und noch unerforschte Dinge zeigen, von denen wir noch nichts wissen. Und dann heißt es auch im Johannes 10,24-27, da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Dann im Johannes 14,26 heißt es, dass der Heilige Geist uns an alles erinnern wird,
Und im Markus 13,31, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber die Worte des Herrn nicht, die Worte Gottes nicht. Und Worte sind sehr, sehr wichtig. Und sie zu hören, bringt Life, bringt Leben. Ja, also wisst ihr, die meisten Menschen leben Gott in einer beratenden, oder sie leben mit Gott in ihrer Beziehung in einer beratenden Haltung. Sie wollen Gott sagen, was er zu tun hat. Aber Gott möchte, dass wir auf ihn hören und das tun, was er sagt. Er braucht keine Berater. Er braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen und tun, was er sagt. Und ja, und da habe ich gelernt und bin immer noch dabei. Also für mich geht kein Tag vorbei, ohne dass ich nicht Gott höre und auf ihn höre. Er ist meine Nummer eins in meinem Leben und er ist der Wichtigste. Und das zu tun, was er von mir möchte, ist mein höchstes Ziel. Deshalb bin ich hier. Ich bin seine Vertreterin hier auf der Erde, seine Repräsentantin, seine Botschafterin. Genauso wie du. Wir sollen, wisst ihr, da habe ich eine Erkenntnis bekommen hier in Uganda. Es ist eine kolonialisierte Nation von England und wir haben ganz viele englische Sachen hier, die eigentlich in Uganda keinen Sinn machen, aber Kolonialisierung hat es gebracht. Und da hat mir Gott gezeigt, dass das eigentlich ein Counterfeit des Feindes war. Wir sollen Kolonialisten sein, und zwar sollen wir ein Reich von weit her dorthin bringen, wo wir sind, das Reich Gottes. Und dazu haben wir auch, der Pastor Daniel und ich, jetzt diese 40 Tage Botschaften auf YouTube gemacht, die vorher schon von der Gemeinde in Pforzheim, Strahlender Freude, vor einigen Jahren schriftlich aufgezeichnet wurden, und die Bücher kannst du auch bestellen, um den Menschen zu zeigen, dass wir eine neue Denkweise brauchen. Wir sind nicht hier Menschen der Welt, sondern Menschen des Reiches Gottes, das wir auf diese Erde bringen sollen. Und so ist es wunderbar, wenn du anfängst zu sagen, Herr, vergib mir, dass ich dir dauernd Vorschriften mache. Du darfst deine Wünsche ausdrücken, aber mach Gott keine Vorschriften. Er ist der König und wir sind seine Königskinder. Und je mehr wir lernen, ihm zu gehorchen, also meiner Tochter habe ich schon sehr früh gelernt, den einzigen Weg, auf dem sie mir zeigen kann, dass sie mich liebt, ist, wenn sie mir gehorcht. Das hat sie sehr gut aufgenommen. Und auch wir können Gott nur zeigen, dass wir ihn lieben, indem wir ihm gehorchen. Und das ist im Deutschen so schön, geh hoch, geh hoch. Während wir gehen, hören wir auf Gott. Und er lenkt und leitet unsere Schritte. Ja, möchte ich euch nur ein paar Beispiele erzählen, aber das war für mich so beeindruckend. Und zwar habe ich, ja, ich habe schon erwähnt, dass ich große Schwierigkeiten hatte mit einer Selbstannahme. Und das war vor vielen Jahren, ich war in Florida an der Küste, bin früh in der Morgen, am Morgen bin ich da spazieren gegangen, war kein Busch und kein Baum, weit und breit. Aber es war ein bisschen ein Tag, wo ich mich sehr einsam fühlte und alleine. Und da habe ich gesagt, Herr, ich glaube, und die Delfine sind gesprungen und es war eine richtige Bewegung in dem Meer. Und dann habe ich gesagt, Vater, eigentlich würde sich kein Hund scheren darum, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinden würde. Es waren keine 5 Minuten, wurde ich von einem Hund geleckt. Ich habe den Straßenköter nicht kommen sehen. Aber Gott im Himmel hat gesagt, was hat die gerade gesagt? Kein Hund würde sich scheren, wenn sie heute verschwinden würde. Wo ist der nächste Straßenköter? Komm her, leck dir mal ordentlich. Und ihr Lieben, es war der schönste Hund, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein Abgeordneter des Himmels. Gott hört jedes Wort. Er kennt sogar deine Gedanken. Und er ist ein Gott, der will kommunizieren mit uns. Wisst ihr, er hat ganz viele Wege zu kommunizieren. Für mich spricht er sehr stark durch die Natur. Das könnt ihr dann im Psalm 19, 1 bis 3 lesen, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes erklären. Und ich persönlich bin überzeugt, dass die erste Bibel in den Sternen geschrieben war. Und Mose und Abraham am Abend die Sterne gelesen, das war Astronomie, nicht Astrologie. Und haben von Gott erfahren, was seine Pläne sind. Also Gott möchte mit uns sprechen durch die Natur. Dann spricht er natürlich sehr durch sein Wort. Und da rate ich euch, wirklich ein Tagebuch mit Gott zu führen, wo
wo du dir deine Fragen aufschreibst und dann hörst, was Gott dazu sagt. Und bevor du da anfängst schreiben, sag, und ich schließe jetzt alle Kanäle, die nicht vom Heiligen Geist sind. Ich öffne mich nur für die Stimme des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Und ich persönlich weiß, dass es von Gott ist, wenn Friede und Freude in meinem Herzen ist. Dann spüre ich, da hat jetzt Gott gesprochen. Und wenn ich keinen Frieden habe oder wenn so etwa eine Ungewissheit ist, dann sage ich, du Geist, der du mir jetzt gerade diese Eingebung gegeben hast, wirst du bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er im Fleisch gekommen ist. Und meistens höre ich, weiß ich gar nicht mehr, um was es ging, aber wenn es wirklich der Heilige Geist war, dann ist ganz tiefe Ruhe in meinem Herzen. Und ich weiß, das war der Geist Gottes. Ja, also, wisst ihr, da habe ich noch eine Erfahrung gehabt, die ich euch gerne sagen möchte. Ich bin im Auto gefahren, es war in Amerika, eines Tages ganz normal, sagt der Herr, dreh den Radio auf. Und ich drehe den Radio auf und da kommt eine Musik heraus. Und ich war überrascht, weil eben Gott mir etwas zeigen wollte. Und dann hat er gesagt, Maria, dreh den Radio wieder ab. Habe ich abgedreht, sagt, hörst du was? Sag ich, nein. Sagt er, wieso hörst du nichts? Ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt nicht auf diese Wellenlänge eingestellt. Sagt er, genau, dreh wieder auf. Such andere Wellenlängen. Ich sag's euch, das Auto war voll mit verschiedenster Musik, mit verschiedensten Sprachen, mit verschiedensten Botschaften. Hat er gesagt, dreh wieder ab. Hörst du jetzt was? Sag ich, nein, gar nichts. Sagt er, warum nicht? Sag ich, weil ich nicht auf der richtigen Wellenlänge bin. Sagt er zu mir, siehst du, Maria, auch ich habe eine Wellenlänge. Die Wellenlänge des Glaubens, die Wellenlänge des Friedens, der Freude. Ich habe Wellenlänge des Heils. Stell dich auf meine Wellenlänge ein, hauptsächlich Glauben und Vertrauen, und du wirst von mir hören. Und das tue ich jetzt. Wisst ihr, immer wenn ich mir Sorgen mache, bin ich nicht auf der Wellenlänge Gottes. Denn Gott sagt, sorget euch um nichts, denn ich sorge mich um euch. Demütigt euch, indem ihr euch um nichts sorgt. Und so ist es ganz wichtig, dass wir immer die Wellenlänge Gottes in unserem Herzen halten, im Glauben leben, in der Freude, im Frieden. Ja, also dann spricht Gott durch Träume und Visionen. Hat er schon sehr viel durch mich und auch durch andere. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 17 bis 18. Da heißt es, dass er in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen will. Und die Söhne und Töchter werden prophezeien, die jungen Männer werden Visionen sehen und die alten Männer Träume träumen. Also er wird seinen Geist ausgießen auf Männer und Frauen gleich. Dann spricht Gott durch prophetische Worte. Ja, ich freue mich sehr, dass in unseren Tagen die Gabe der Prophetie so zugenommen hat. Und ich freue mich auch über Pastor Daniel, der so ein wunderbarer Prophet Gottes ist. Und überall, wo er ist, kommt die Liebe Gottes stark zum Durchbruch. Und Menschen erkennen, wer sie sind in ihrem Vater. Also prophetische Worte, können wir uns ausstrecken danach. Und ich glaube, wir sollten viel mehr Prophetenschulen anbieten, wo Menschen, denn wir haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, durch die Taufe im Heiligen Geist haben wir auch die prophetische Gabe. Und dies muss aber entfaltet werden, wie alles muss sich entwickeln. Ja, ja. Und dann im Johannes 14, 27 heißt es, Friede gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, nicht wie die Welt es gibt. Und lasst euer Herz nicht beunruhigen. Oder sich fürchten. Das ist das Wort für diese Tage, in denen wir stecken. Ja, dann, ja, also Gott hat viele Wege, um uns zu zeigen, was er über uns denkt, was seine Pläne sind für uns, ja, was der Auftrag ist, den er für uns hat. Lass dich ein darauf, dass du von Gott hören willst. Ich kann jetzt nur vergleichen mit zwei Verliebten, die können nicht genug miteinander diskutieren und austauschen. Na, wie ich verheiratet war, mein Mann hat ganz wenig Zeit ohne mich verbracht, aber manchmal ist er auf eine Geschäftsreise ohne mich und als er kam, alles haben wir uns erzählt, alles haben wir uns mitgeteilt. Und es war eine Freude zu wissen, was der andere macht. Wisst ihr, Liebe ist Kommunikation.
Und Gott möchte mit dir kommunizieren. Er möchte mit dir sprechen, zu dir sprechen, dich ermutigen, dich auferbauen. Er möchte ja dein Herz hören. Gib ihm alles von deinem Herzen. Auch deine Fragen, auch deine Sorgen, deine Ängste, besonders die. Wirf alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um dich. Und gerade in diesen Tagen, in denen wir leben, ist es sehr wichtig, dass wir in der Ruhe und im Frieden bleiben und wissen, keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Und wenn wir das Reich Gottes zuerst suchen und seine Gerechtigkeit, dann können wir alles fragen. Und er wird es uns geben. Denn wenn wir diese Einstellung haben, dann wollen wir nur, was Gott will. Gott hat gute Pläne für dich und er sagt zu dir permanent, vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir. Ich liebe dich, ich weiß um alles und mich und mir ist nichts zu groß und nichts zu schwierig. Und du bist mein Kind, das ich liebe. Shalom. Wir wollen uns bedanken, dass ihr uns zugeschaut habt, dass ihr zugehört habt. Und wisst ihr, alles, was wir gemacht haben, war nur ein Aufreißen von Dingen des Reiches Gottes. War nur immer ein kleines Stück. Immer nur ein bisschen was von dem, was wir selber verstehen. Wir verstehen auch nur stückweise. Amen. Aber was wir hatten, haben wir euch gegeben in diesen kurzen paar Minuten, die wir immer hatten, zusammen. Wir wollen euch ermutigen, dass ihr weitersucht, dass ihr grabt in den Wort Amen. Gottes, dass ihr weitersucht und sagt, Jesus, wir wollen deine Tiefe verstehen, wir wollen die Geheimnisse entdecken. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, Jesus selber hat 40 Tage gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Tiefen, die du gehört hast, nochmal nachliest, nochmal tiefer gehst und sagst, Jesus, bitte offenbare mir das Wort. Offenbare das, was du mir gegeben hast und das, was ich gehört habe. Und ich bin davon überzeugt, dass die Dinge, die in deinem Leben zustande gekommen sind, dass sie noch mehr zustande werden. Dass es wie Frucht bringt, dass bleibende Frucht zustande kommt. Und dass diese Botschaft des Reiches Gottes, es ist nicht unsere Botschaft, es ist die Botschaft von Jesus Christus. Und er hat sich dafür entschieden, das weiterzugeben, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Die wichtigste Botschaft ganz am Ende. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du diese Botschaft annimmst, wenn du das Wort des Reiches Gottes, das Evangelium des Reiches Gottes in dein Herzen wachsen lässt, dann wird es dich verändern, deine Familie verändern, dann wird es deine Gemeinde verändern, deine ganze Umgebung verändern. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn die Zeit auf dieser Erde eines Tages zu Ende ist, dass wir alle zusammen Reich Gottes mächtig gebaut haben und dass wir glücklich sind für unsere Hingabe für das Reich Gottes. Und Jesus sagt, sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und vergesst niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen. Amen.